Wenn die Chance sich bietet. Nein? Nee. Aber ich bin auch kein großer Shiny-Hunter, von daher. Ich bin gerade mit den Legendären noch beschäftigt. Ach, das ist ein Sonflora, ne? Mind. Never mind. Hier vielleicht? Ist das jetzt in den Raids drin oder wie? Weil ich wusste nicht, dass die Sui Voltoball im Spiel drin ist. Wusste ich gar nicht. Ach, ein Outbreak. Echt jetzt? Warte. Jetzt will ich kurz gucken. Wenn ich hier umchille und warte. Warte. Ein Outbreak? Ach, der ist seltener. Gut. Okay, dann will ich mal Voltoball. Das ist süß. Dann haben wir Welser. Wir haben wenigstens schon mal einen Voltoball-Outbreak, der ist cool. Ich glaube, die sind wahrscheinlich in der normalen Region zu finden. Sieht so aus. Panflam! Panflam! Labra. Labra ist auch schick. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, gut. Das ist der einzige, den ich gerade sehe. Voltoball hergesehen. Müsste ich vielleicht mal die Augen drauf offen halten für. So, das ist kein Vorsprung, das ist ein Berg. Na, wir gucken mal. Ist hier irgendwas herumstehendes? Wenn die Kamera mitspielen würde, würde es auch besser laufen. So. Problem ist, sowas kann man sehr schnell übersehen. Aber ich glaube, ich bin nicht richtig hier. Hier vielleicht. Nope. Hier tiefer? Nope. Ich glaube, ich bin weit oben. Ich glaube, ich muss tiefer. Ich glaube nicht, dass Seekomm hier oben warten wird. Ah, sieht nicht so aus. Aber danke für den Tipp. Ich weiß, dass Seekomm in der Wüste sein muss, weil hier der Tipp sagt, dass er an einem Vorsprung steht. Aber ich weiß nicht genau, wo. Auf dem Weg von der Stadt nach Buladin. Also hier auf dem Weg irgendwo. Dort vielleicht auf dem Vorsprung? Ja? Nein. Oh, das kann auch sein, da oben vielleicht. Das kann auch sein. Wir gucken mal. Der war da oben? Wo? Ist übersehen? Ist so schlechte Augen? Das ist ein Löwe. Das ist ein Baby-Löwe. Auf dem Berg. Ach, ganz oben auf dem Berg. Oh Gott. Ich bin extra runtergeflogen wieder. Den übersehen? Wie konnte ich den übersehen? Das ist ein großes, schwarzes Etwas. Weird. Weird. Klettern muss aktiviert. Oder du gleitest einfach hoch. Das geht natürlich auch. Hier sehe ich nichts. Ich meine, gut zu wissen, aber ich habe es auch nicht gesehen anscheinend, obwohl ich weiß, wie es aussieht. Hier oben? Nein, da oben ist nicht. Hinter diesem Berg. Oh, hi. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe keinen Plan, wie ich die übersehen habe. Bin ich hier lang geflogen? Na, vielleicht schon. Ich glaube schon, ja, bin ich. Foto bitte? Okay, warte, andere Seite. Das ist meine Schokoladenseite. Die bitte. Sag Cheese! Ich will posen dabei. So, und jetzt ein Foto machen. Warten kurz und. Okay, es guckt noch. Ah, okay, gut. Ich war auf dem richtigen Blick. Ich hatte schon mal richtig gedacht. Das ist schon mal gut. Ich verstehe das Spiel ein bisschen. Das freut mich. Und sag Cheese! Ah, perfekt. Und ja, ich mache vor jedem Pokémon ein Foto. Vor jedem legendären. Oh, warte, bevor ich das Pokémon kämpfe, kann ich euch kurz mal meine Fotos zeigen, die ich gemacht habe. Da, Album. Wie ihr seht, habe ich sehr viele Fotos gemacht. So, da haben wir das erste Foto mit Anton. Das ist nicht süß. Ich möchte gerne das ausblenden, so. Dann haben wir Zapdos, der ein bisschen schief steht, was ich ganz witzig fand. Lavados mit einem wunderschönen Sonnenuntergang.
Oh, das finde ich toll. Das ist ein schönes Bild geworden. Da wir Entei mit seinen Babys. Me and my family. Suicune, der schön in die Kamera guckt. Lugia, das im Wasser stehen musste, deswegen konnte ich nicht so ein gutes Foto davon machen, leider. Ja, oder? Das Foto ist toll so. Was machst du hier? Mensch, hast du keine Angst? Nee, ich bin Selfie. Dann haben wir Ho-Oh, der seine. Der kräht. Latias. Ich mag die Pose gerne. Latios. Kyogre ganz im Wasser irgendwo. Groudon, das mich angrinst. Rayquaza, das so yay macht. Yay! Kobalion. Heracium und Visilion? Vivillon? So was in der Art. Mit einer geilen Pose. Und jetzt haben wir die beiden. Sehr schön. Ich mag das mit Fotos machen. Das ist eine tolle Idee. Okay. Speichern nicht vergessen und dann gehen wir in den Kampf. Und versuchen zu fangen, nur mit meinen Pokébällen. Du bist Elektro. Ja. Siehst nicht aus wie Elektro, du bist Elektro, das weißt du noch. Und du mit deinen Turbinen-Popo. Was ein bisschen aus wie eine, keine Ahnung, eine Biene vielleicht, so ein Hummel. Donnerwelle. Ach, kann ich die mal paralysieren? Nein, kann ich nicht. Mein Brain hat nicht reagiert. Nein, du brauchst dich Terra-Kristallisieren für Roten Schlag. Das ist nicht notwendig. Na, der Nachteil ist, du bist schneller als ich die ganze Zeit. Du machst Schaden. Aua. Yo. Ich meine, ich kann auf, ich weiß auch, was ich gleich wechseln werde. Vom Schaden und so her. Ja, das Problem ist, du bist schneller als ich. Du bist sehr viel schneller als ich. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich weiß nicht, ob du schneller bist als mein, Galagladi. Ich glaube nicht. Aber du bist schneller als mein Hytera zumindest. Und du machst es fertig. Was auch ein Nachteil für mich ist. Ja, das macht dich tot. Hat Kreuz noch einen Rückschlagangriff? Nee, oder? Nee, okay. Hytera hat keinen Rückschlag. Hey, Chaos Fuchs, na, wie geht's? Na, bestimmt nicht. Du kommst rein. Herzenspartner Galate, komm rein mit dir und tu, was du am besten kannst. Und zwar Leute fast töten. Nur fast. Ganz gut. Ich habe ein bisschen schlecht geschlafen heute, aber sonst geht's. Ich hoffe nur, dass meine Pokémon-Glückssträhne heute weitergeht. So wie gestern. Weil nach von 3-4 Stunden 16 Pokémon zu fangen, ist nicht schwer. Ist nicht so schlecht. Hi, Emma. Hast du miaut? Warst du ganz laut gerade? Warst du ganz laut? Nur so, reicht schon. Wo bist du? Ach, da auf dem Sofa bist du. Komm her. Komm her. Ja, oder leg dich hin. Kannst du auch aussuchen. Ja, wie gesagt, mein Bot hat immer Probleme, leider. Ich hab's noch nicht rausgefunden, warum. Ich glaube, ich muss mich erneut anmelden. Aber das muss ich nochmal machen. Aber ich kann dir sagen, Emma freut sich, hier zu sein. Emma, kann man... Warte, ich lass kurz Emma Hallo sagen. Emma, sag mal Hallo. Da oben ist sie doch. Emma sagt Hallo. Bot hat Urlaub, ja. Bot streikt. Bot will nicht mehr. Und wer sich wundert, dass da oben ist eine kleine, ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, so eine kleine PowerPoint-Präsentation. Mit ganz vielen Emma-Fotos. Die kann man für Punkte kaufen und dann lasse ich sie laufen. Ich weiß gar nicht, wie lange sie laufen lasse. Habe ich da reingeschrieben, wie lange sie läuft? Weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das reingeschrieben, wie lange die laufen wird? 5 Minuten. Okay, das ist fair. 5 Minuten sind ganz viele Fotos. Eigentlich ganz gute Fotos. Und ich wurde paralysiert, na toll. Und ich versuche jedes Mal neue Fotos zu fügen, damit es nicht langweilig wird. Ich glaube, ich habe aktuell so um die 60, 70 Fotos drin. Also man kann schon so einiges sehen. Emma gibt mir auch genug Zeit, Fotos zu machen von mir. So süß, wie sie meist. Tja, Gelate, das ist doof. Nicht schlimm, ich habe ja meinen Rihornior. Und das ist leider ein bisschen immun gegen deinen Blödsinn. Von daher, lass dir ruhig Zeit. Ich habe Zeit. Greif mich ruhig an. Du triffst mich doch eh mit fast nichts. Von daher, who cares? Du kannst, obwohl du hast. Ich glaube, du hast Kreuzi oder sowas. Gut, aktivieren sie mal. Ich mache mal kurz den Timer an, damit ich weiß, wann 5 Minuten sind. Lu war heute mal spendabel. Lass mich kurz den Timer aktivieren, damit ich weiß, wann es ist. Timer. Stopp, oder da bist du doch. Okay. Ich starte die Dia-Show.
Nicht erschrecken, da sind auch Fotos dabei, wo Emma ganz, ganz jung ist. Also man kann sie kaum wiedererkennen auf den Fotos. Auf manchen zumindest. 2, 3. Und die Emma bringt Glück. Und wie sie Glück bringt, kaum ist sie da, kriege ich schon mein Pokémon. Haha, nicht schlecht. Danke, Emma. Mein kleiner Glückspilz. So. Yay, indeed. Da haben wir sie alle schon mal bisher. Meine Liste füllt sich langsam. Und ich glaube, bis dahin oder so wird sie gefüllt sein am Ende. So. Als nächstes kommt, laut meiner Liste, die ich hier habe, Kyurem. Okay. Als ich bei den Bergsteigen eines schneebedeckten Berges von der heftigen Sturm überrascht wurde. In einer Höhle Zuflucht. Okay, ich weiß, welche Höhle es sein könnte. Es könnte... Oh, hier ist irgendwo eine Höhle gewesen. War nicht hier eine Höhle irgendwo? Meine ich zu wissen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, da war eine Höhle. Kann mich aber auch hier irren. Ich habe die Pokémon Present noch gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ich hatte nicht wirklich viel Zeit dafür. Ich habe heute ein bisschen was vorbereitet. Ich habe Gartenarbeit gemacht. Weil ich meine, das ist die Höhle, wo auch das Geisterbummel rumhängt. Dass man nur ein oder zweimal finden kann hier in der Welt. Ich habe sehr viel draußen gemacht. Ich habe den Garten. Ja, es ist nicht so schlimm, wenn man mich spoilert. Ich habe da kein Problem mit an sich. Ihr könnt euch gern, wenn ihr wollt, darüber heiß diskutieren. Mir ist das ganz recht. Ich bin bei Spoiler nicht so aggressiv wie andere Leute. Mhm. Oh, warum kannst du nicht klettern? Ja, Koraidon. Kratz bei deiner Nase ab. Finde ich gut. Mach das mal. Und du hast fast geschafft. Ja, fast durch. Oh, wir sind oben. So, ich meine, hier ist irgendwo eine Höhle. Muss so gucken, wo. Ich fliege gerade falsch, sehe ich gerade. By the way, Spoilers für die Pokémon Present, wenn ihr überreden wollt. Ich würde so sagen. Damit ihr weiß, was Sache ist. So. Ich fliege komplett komisch. Da will ich hin, genau, da unten. Da will ich hin. Wenn auf dem Weg noch ein Shiny auftaucht, dann sag ich auch nichts dagegen, ne? Man versucht sehr gern sein Glück. Oh, 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 Sturzlandung, nein! Oh, oh, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben es gerettet. Ist hier keine Höhle? Ich dachte, wäre eine Höhle. Ah. Ist hier nicht eine Höhle? Ja, oder ich bin... Doch, da! Aha, ich wusste es. Ah, nee, warte, ist das nicht das Tor? Nee, ist eine Höhle. Ich wusste, hier ist eine Höhle. Wer sagt, dass sie eine Höhle ist? Ich bin so clever. Die führt zwar nirgendwo hin, aber sie ist da. Auch, das ist die Höhle. Okay, never mind. Ja, das hat nicht da angeführt, wo ich dachte. Na gut. Das war nicht die Höhle, die ich gemeint habe, leider. Aber ich wusste, es war eine Höhle hier. Okay, lass mal kurz gucken einmal. Gibt es noch andere Hinweise? Ein Besteigen des Berges. Okay, mal gucken. Ich meine, das da ist wahrscheinlich eine Höhle hier. Würde ich von ausgehen. Okay, wenn jemand die Karte offen hat, wo das Pokémon sein könnte. Ihr dürft mir gern sagen, heiß oder kalt. Das ist, wir machen das gleich wie beim letzten Mal, wo wir die Fehler gefunden haben. Machen wir da einen kleinen Schnitzeljagd draus. Schnell. Hoch. Du schaffst das. Wir sind fast da. Fast geschafft. Ja, ja, ja. Hallo, Sneeble. Tschüss, Sneeble. Ah, ist das eine Höhle oder ist das ein Glitch im Berg? Ist eine Höhle. Ich wusste es. Da ist doch eine Höhle. Obwohl es ein bisschen aus wie ein Glitch im Berg. Nein, es ist eine Höhle. Glaube ich, oder? Oh, es ist eine Höhle. Tatsächlich. Aber hier seid nur ihr. Na gut. Nicht, was ich gesucht habe, leider. Ich meine... Schön, dass ihr hier seid. Ihr dürft leben. Ah, verdammt, falsche Höhle. Sorry, ich gehe wieder. Bye. Geht da mal. Wollt euch nicht stören oder so. Aber die haben gesagt, nee, vor einem Wasserfall oder sowas dann. Wenn das die Höhle hier ist. Ist das auch eine Höhle da oben? Nee, kann ich nicht rein. Okay. Oh mein Gott. Flieg doch mal richtig, danke. Höhle. Höhle. Ist das eine Höhle hinten? Nee, ist ein Baum. Das ist ein Baum. Nicht mal annähernd dran. Höhle. Höhle. Ich denke mal in die falsche Höhle, weil ich denke mal so, oh ja, oben ist eine ganz große Höhle. Nein, das ist in...
dem anderen Bereich, in der Kitakami-Provinz. Und dieses Ding, da nervt mich komplett. Also ich habe ja mal vor ein paar Streams her, habe ich mal einen Abstecher da hochgenommen. Oh, der Emma-Stream ist vorbei. Ich glaube, ich höre es auf 10 Minuten. Finde ich angenehmer. Ich höre es auf 10 Minuten. Ich bin 5 Minuten ein bisschen zu kurz. Also ich mache jetzt die Emma-Sache jetzt 10 Minuten lang. Finde ich an sich angenehmer. So. Diese Löcher, ich verstehe das nicht. Schrecklich. Okay, warte, ich lande kurz. Ich lande kurz. Hoppala! Gelandet. Also ich bin jetzt recht mittig vom Berg, würde ich sagen sogar. Okay, das hilft mir nicht. Ach doch, da oben. Okay, ich bin ziemlich mittig vom Berg sogar. Ich bin knapp zwischen den beiden Punkten hier. Ich bin im Dreieck drin, so gesehen. Jetzt nicht bewegen. Nein! Hör auf! Stop! Auf. Geht doch. Ist langsam wärmer, okay. Ich geh mal in die Richtung erstmal. Ich geh mal in die Richtung weiter. Ich glaube, ich habe Arktos schon mal gefunden. Ja, aber Arktos war ganz woanders. Arktos war ganz, ganz woanders. Nach meinem Wissen her. Deswegen, ich will mal gucken. Eine Höhle. Es würde ja reichen, wenn ich eine Höhle überhaupt sehen würde. Das würde schon reichen. Ich weiß aktuell nicht, wo eine Höhle ist. Das ist ein Fluss. Fluss hat keine Höhle. Das sind ziemlich viele Pokémon. Hallo, ja. Sind wir eine Party? Hallo. Kann man euch helfen? Nee? Okay. Dann gehe ich wieder. Wenn ich nicht helfen kann, gehe ich wieder. Hier sehe ich keine Höhle. Den Berg hinauf vielleicht? Eigentlich ist das schlau, den Berg hochzufliegen, weil dann kannst du jede Höhle eigentlich sehen, die auftaucht. Wenn du den Berg so hochfliegst und immer wieder guckst. Oder siehst du, wie der Berg aus der ganzen Welt rausfliegt. Das kann auch sein. Ganz oben eine Höhle vielleicht? Da ist vielleicht eine Höhle. Da will ich mal hin. Dieser Berg, ey. Der hat auch Probleme mit der Existenz aktuell. Nein, das ist ein Wasserfall. Das ist nur ein Wasserfall. AKA keine Höhle. Ich glaube, Arktos war irgendwo hier. Es wäre komisch, wenn Arktos auch hier in der Nähe wäre. Bei dem Viech. Okay, vielleicht ganz oben. Nope. Hier ist oben ist nichts. Na gut. Hätte ja sein können. Kann ich von hier eine Höhle sehen vielleicht? Okay, warte. Kyurem. Diese Höhle hatte gewaltige Ausmaße und glich in ihrer Weltläufigkeit einem Labyrinth. Voller Tatendrang machte ich mich daran, das innere Höhle zu erforschen, als ich mitten einmal eine Wand aus Eis bewegte. Eine Höhle, die gewaltige Ausmaße hat. Uff. Gibt es nicht eine Höhle, die von ganz unten bis nach ganz oben gefühlt führt? Ich meine, es gab eine Höhle, die extrem groß war. Deren Eingang irgendwie hier unten schon war und dann bis da oben irgendwo hingeführt hat. Aber ich weiß gar nicht mal, wo die ist. Eine Höhle mit gewaltigen Ausmaßen. Ich muss doch trotzdem den Eingang dazu erstmal finden. Ich meine, ich könnte auch unten den Berg ablaufen und gucken, ob ich eine Höhle finde. Als Eingang. Und von da weiterlaufen, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß, dass sie existiert, nur ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Ich spring mal ein bisschen. Mit springen wir nicht, ich fall mal ein bisschen. Ich glaube, hier ist ein Eingang irgendwo. Ich meine, hier ist irgendwo ein Höhleneingang. Mal gucken. Oh, hallo. Guten Tag. Tschüss. Hallo. Geh mal da oben hin. Oh, cool. Ich habe einen massiven Auflauf gefunden. Hier ist gar nichts. Nope.
Aber ich erinnere mich an diese Höhle. Da! Warte, da ist ein Weg. Ist das vielleicht der Weg, der zur Höhle führt? Aha! Höhle! Höhle, Höhle, Höhle! Ah ja! Okay. Das ist doch nicht die Höhle, die ihr meint, oder? Das ist ja keine Höhle, das ist ein Pass. Hallo. Das wäre eine ziemlich traurige Höhle, um echt zu sein. Ah, warte, ich kann mich hier abschweigen. Abspreizen. Das ist eine Höhle! Jetzt kommen wir näher. Jetzt kommen wir doch näher. Das ist eine. Okay, ich häng fest. Hilfe. Help. Okay. Jetzt kommen wir dem Begriff Höhe näher. Da oben? Nope, da ist nur ein Item. Ein Sonnenbonbon, okay. Nehme ich. Da ist ein TM. Okay, jetzt kann ich die aber ausmachen. Wenn mein Typ einfach durchdreht. So. Sag mal, Koraidon, kannst du mal runterkommen hier? Ganz ruhig, Kumpel, ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Ganz ruhig. Nein, nicht kämpfen. Nein! Ich kann nicht mit dir kämpfen, von daher gehe ich jetzt wieder. So. Wir wollen weiter. Ich glaube, ich bin in der richtigen Höhle. Ich muss jetzt nur den richtigen Ort finden, wo das Ding ist. Und Lucarius hier, cool. Die Frage ist nur, wo ist das gewesen? Okay, wir sind wieder beim Pass. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Obwohl es komisch klingt, weil wenn du zu der Höhle willst, hast du den Berg nicht erklommen. Das ist viel zu weit unten dafür. Also wirklich viel zu weit unten. Was machst du hier? Das ist nicht... Das ist... Ich... Aber... Das ist keine Höhle, die ich sehen würde. Erstmal hat sich geschneit. Punkt 1. Zweitens, du bist nicht mehr den Berg hochgekommen dadurch. Also, Frechheit. Punkt drittens. Ja, hab's dir gegeben, ne? Komm, mach ein Foto zusammen, du nicht. War ein cooles Foto. Das heißt, du musst dich ein bisschen anders stellen, vielleicht. Vielleicht, warte. Vielleicht ein bisschen mehr nach hier gehen und dann... Ein bisschen nach vorne, so. Ah, ich muss an Seite gehen, ich muss an Seite. Sorry, darf ich kurz? Danke. Ein bisschen weiter nach vorne nochmal. So, jetzt aber... Jetzt, das ist ein gutes Foto. Sag Cheese. Da ist keine coole Pose drauf. Ich will, dass du gerade guckst. Krieg dich gerade hin. Was war das? Was war das für eine Pose? Oh, es hat ein Baby. Es hat ein Baby. Oh, wie süß. So, bevor ich kämpfe, einmal gucken, wie die Fotos geworden sind. Oh, mal gucken. Einmal kurz entwickeln lassen, die Fotos. Okay. Oh, oh. Obwohl, jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht nicht nach vorne gucken. Du hast das Adler-Syndrom. Ich mag das gerne mit dem kleinen Baby darunter. Ja, das kann weg. Das ist gut, das gefällt mir. Das kann auch weg. Die beiden gefallen mir. Okay. Gut, mal bekämpfen. Du müsstest Drache Eis sein, will ich sagen. Das heißt, ich habe eigentlich keine Sorgen bei dir. Ich habe eigentlich keine Bedenken, dass irgendwas schief gehen sollte. Die Mucke ist auch gut. Oh nein, ich bin langsamer als du. Ach, wie doof. Das war ich schon immer. Grimasse hast du schon mal, gut zu wissen. Du hast schon mal Grimasse, das hilft. Das ist eine Attacke mit recht okay für ein AP. Rundschlag. Blizzard. Okay, das hat ein 10 AP. Oh, toll. Ja, dann kann ich auch gleich Pokéball schmeißen. Also, bis ich meinen Hatera... Oh, okay. Hatera keinen Bock drauf. Hatera so, nope. Nope. Ich lass mich nicht einfrieren von dir. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin sehr froh, dass ich Hatera habe.
Begrenzer. Oh nein, jetzt kann ich... Oh. Die Gegner auch besitzt. Was besitzt du für Attacken? Besitzt du vielleicht Rutenschlag? Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube nicht. Bling, 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 bling. Wackel mit dem Popo. Wackel mit dem So. Okay, das hat nicht geschehen. Das hätte ich wissen sollen eigentlich. Ich kann nicht langsamer werden als du. Ich bin schon langsamer als du. Okay, du hast Begrenzer, du hast Blizzard, du hast Grimasse und irgendwas noch. Du hast eine Menge Grimasse. Du hast eine Menge Grimasse. Naja, nur. Okay, dann mal Rudenschlange in den Wechsel rüber. Ich kann nicht langsamer werden. Ich bin done. Ich bin durch. Gar nicht mehr. I quit. Ein Pokémon noch werfen. Einfach aus Spaß. Einfach aus Spaß ein Pokémon werfen. Mehr als schief gehen kannst du nicht, von daher. Okay, ist schief gegangen. Schallwelle! Die Attacke für jeder kann. Spannend. Bisher konnte jeder Schallwelle. Warum ist Schallwelle die Go-To-legendäre Attacke für alle Pokémon? Sie ist nicht mehr stark. Sie ist da. Also. Was ist das für ein Ich meine, jetzt macht es wenigstens Sinn, von daher. Bin ich trotzdem schneller als du? Ja, bin ich. Und du bist im Game-Bereich, perfekt. Was schätze, wie viele Pokémon brauche ich jetzt? Wenn es rot ist, wie viele Pokémon brauche ich? Ich sage, ich brauche 4 Stück. Dann ist es drin. Ich glaube doch, ich glaube, ich brauche 4 Stück. Dann ist es drin. Pass auf, drin ist es. Never mind. 7, okay. Nummer 1! Und jetzt geht das Spaßige los. Einfach nur X drücken. Nummer 2! Okay. Es hatte mich kurz dabei. Es hatte mich kurz. Ich hatte erwartet, dass es funktionieren würde. Okay, 2. 3! 3 will wer nicht. Na gut. Nummer 4 vielleicht. Okay, bitte nicht einfrieren. Danke. Nummer 4! Meine Zahl. Nicht mal annähernd. Nummer 5! Schallwelle, wuhu! Nummer 5. Dann sind wir bei den letzten 6 sogar schon. Krass, krass, krass. 1. Okay. Nummer 7. Loszahl. Wenn es jetzt nicht wird, dann haben wir halt Pech gehabt. Zwei. Oh, schade. Ich hätte es dir gewünscht. Und falls ihr euch fragt, warum ich das überhaupt mache, die Pokémon, die legendären Pokémon einen Ball fangen, den einen Pokéball fangen, der Trend hat sich in unserem, in Chaos Fuchs, Mein und Bastis Kolosseums Together eingesetzt, weil ich da mein legendäres Pokémon ebenfalls in einen Pokéball gefangen habe. Und ich finde das witzig. Das hat sich auch im Let's Go Pikachu bewährt, als ich Arctos fangen wollte in einem Pokéball. Also das ist irgendwie mein Trend geworden, dass ich alle legendären Pokémon in einem Pokéball haben möchte. Einfach, weil es witzig ist. Dass sich die krasseste Kreatur von allen in einem normalen Ball fangen lässt. Das ist einfach zu witzig. Ich glaube, da könnten wir alle zustimmen. Nein, nicht okay. Obwohl, doch, klar, warum nicht? Du bist ja tanky genug. Du hältst es aus. Deswegen, es geht einfach darum, dass es witzig ist. Ach, schön. Andere nutzen Meisterbälle. Ich nutze Pokebälle. 2, 3. Und es funktioniert. Und es klappt. Und die Menge geht los. Woo! 19 Pokémon bereits. Und wenn du überlegst, ich habe 19 legendäre Pokémon in unter 300 Pokébällen geschafft. Und wie ihr seht, ich habe ja nur Pokébälle dabei. Das liegt daran, weil beim ersten Mal hat sich mein Controller entschieden, nein, wir schmeißen einen Superball. Und das hat funktioniert. Deswegen bin ich alle meine Pokéball losgeworden. Aber ich habe sie nicht alle verkauft. Ich habe die verkauft, die ich verkaufen wollte. Und die ich nicht noch behalten wollte, habe ich... Wartet. Wo sind sie? Habe ich sicher verstaut. Wie ihr sehen könnt. Die habe ich alle sicher verstaut. Die hole ich mir dann irgendwann wieder. Ich darf es nicht vergessen. Und das war eine Heidenarbeit, die allen was zu geben.
Ach, schön. Ach nee, ich darf nicht weg. Ich muss zurück. Ich muss zurückwechseln. Dann zurück. Oh, wir sind hier aufgetaucht. Okay.